Grüße, schön, dass ihr da seid. Eine neue Woche, eine neue Ausgabe Goal News heute mit diesen Themen. CR7 ist back und haut gleich wieder ab. Chelsea steigt in den De Jong-Poker ein. Werner als Backup für Benzema und die Bayern bekommen einen Spieler nicht. Das und mehr jetzt bei den Goal News. Cristiano Ronaldo ist ja sowas wie ein Stammgast in diesem Format. Am liebsten möchte er Manchester United in diesem Sommer verlassen. Jetzt hat er aber sein Comeback gegeben. Nach 12 Wochen im Testspiel gegen Rayo Vallecano. Da hat er eine Halbzeit lang gespielt. Wenig spektakulär. Und auf Twitter hat er dann geschrieben, ich bin froh, wieder da zu sein. Da war er aber schon längst wieder zu Hause. Bilder auf Social Media zeigen Ronaldo nämlich, wie er noch während des Spiels das Stadion verlässt. Auch die Promotour in Thailand und Australien hat er schon sausen lassen, offiziell aus persönlichen Gründen. Wir halten also fest, CR7 ist back, aber er bleibt nicht länger als nötig bei seinem Team. Dieses Team würde Man United gerne verstärken, und zwar mit Frenkie de Jong. Das ist der Fußballwelt bekannt. Auch, dass Barca ihn als Top-Verkaufskandidat auserkoren hat, ist bekannt. Was neu ist, ist, dass United jetzt Konkurrenz bekommt, und zwar vom FC Chelsea. Das berichtet die spanische Zeitung Sport. Die Blues sollen Barca ihr Interesse hinterlegt haben und ein Angebot soll bald folgen. Das Problem ist ja, dass de Jong Barca gar nicht verlassen will, zumindest nicht in Richtung Manchester. Da ist zwar sein ehemaliger Ajax-Coach Erik ten Hag, aber United spielt keine Champions League. Champions League könnte Chelsea ihm bieten. Das führte ja vielleicht jetzt zu einem Umdenken bei de Jong. Barca wird es im Endeffekt egal sein, wer die Ablöse für ihn bezahlt. Chelsea will also de Jong und Timo Werner loswerden. Und jetzt haben die Blues anscheinend bei niemand Geringerem als Real Madrid angeklopft. Ja, bei Real Madrid. Laut dem spanischen Radiosender Cadena Ser hat Chelsea ihn proaktiv bei den Königlichen angeboten. Und eine Summe wurde da auch schon genannt. 35 Millionen Euro. Auch eine Leihe plus Kaufoption wäre Chelsea recht. Bei Real suchen die Bosse weiterhin nach einem Backup für Karim Benzema. Und die AS meldet, dass vor allem Chelseas Talent Armando Broja auf der Liste steht, neben Noah Okafor von Red Bull Salzburg. Und aufgepasst, Sascha Kalajdzic vom VfB Stuttgart. Der war ja auch mal bei den Bayern im Gespräch. Aus diesem Deal wurde aber bekanntlich nichts. Und auch aus einem anderen Deal, in den der FC Bayern verwickelt ist, könnte nichts werden, denn Konrad Leimer wird wohl auch nächste Saison für RB Leipzig spielen. Laut Kicker bleiben die RB-Bosse hart und fordern weiterhin 30 Millionen Euro für Leimer. Das ist zu viel für den FC Bayern. Der hat ja in dieser Saison schon einiges investiert. Leimers Vertrag läuft bis 2023. Wenn RB also noch eine Ablöse generieren will, müssten sie ihn in diesem Sommer verkaufen. Für RB-Boss Oliver Minzlaff ist das aber kein Muss. Zitat, der Spieler und auch wir können uns vorstellen, ohne Verlängerung in dieses letzte Vertragsjahr zu gehen. Tja, Nagelsmann wird seinen Wunschtransfer wohl nicht bekommen, außer Brazzo zaubert noch ein letztes Mal. Das waren die Goal News für heute. Danke fürs Anschauen und jetzt seid ihr dran. Wie findet ihr die Aktion von CR7 und brauchen die Bayern Leimer überhaupt? Schreibt es in die Kommentare, liked dieses Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Morgen ist Patricia wieder für euch da und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann.